Liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zur 193. Ausgabe. Das Promi-Geflüster ist unterwegs. Wir sind in Ludwigsburg. Dort gab es vor kurzem ein Konzert mit Simino Rossi und er hat einen ganz Jungen mit auf Tournee genommen im Vorprogramm. Es ist Alexander Rier. Wenn ihr euch jetzt fragt, Rier, den Namen irgendwie bringt man in Verbindung, klar, mit den Kasselroder Spatzen. Es ist der Sohnemann von Norbert Rier. Hallo, grüß dich. Hallo, servus. Ja, es ist super. Wie Sie schon vorhin gesagt haben, ist vielleicht nicht im Vorprogramm, ich darf im Hauptprogramm eben einen Titel eben singen. Und das ist, dann müssen wir es gleich richtig stellen. Also, genau. Das ist eine super Sache für mich, ja. Genau, wie lief es denn bis jetzt, die Tournee mit dem Simino? Ja, es war eigentlich logisch eine ganz neue Erfahrung für mich, und weil ich eigentlich sowas noch nie gemacht habe. Aber ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Vor meinem Tourbus bin ich eben unterwegs mit der ganzen Band, mit den Tänzern und eben allem drum und dran. Und das sind wirklich sehr nette Leute eben, und wir verstehen uns sehr gut. Und es ist wirklich, ich bin sehr positiv überrascht, und eben jetzt ist ja nicht mehr so lang, bis dann die Tour zu Ende geht, und ein bisschen ein komisches, ein mulmiges Gefühl ist das auch dann wieder, wenn man vielleicht an die Menschen dann mit dem, was man jetzt so 2 Monate an Tour war, vielleicht nicht mehr so schnell wieder sieht. Ja. Ist klar. Wie kam eigentlich der Simino auf dich zu? Wie ist er aufmerksam geworden? Ja, ich und der Simino haben uns beim Spatzenfest vor 2 oder 3 Jahren kennengelernt, als er da als Stargast aufgetreten ist. Und eben, wir haben uns sofort eigentlich gut verstanden, und als er dann eigentlich gehört hat, dass ich eine CD aufnehme, dann war er da gleich interessiert. Dann haben wir uns nochmal bei einer Fernsehsendung zufällig eigentlich getroffen. Und dann kam eben der Gedanke eben, dass er mich mitnehmen könnte auf Tour, und natürlich habe ich gleich eingewilligt, und weil es natürlich für mich, wie schon gesagt, eine super Chance ist, und so war das dann, und so hat sich's entwickelt, und jetzt. Du hast seit September eine eigene CD auf dem Markt, dein Debütalbum sozusagen. Ich warte auf dich. Auf wen wartest du? Ja, ich glaube, das kann man immer mehrdeutig sehen, weil ich warte auf das, was auf mich zukommt in der Branche, in der Szene. Und natürlich, ich warte auf dich, denken dann die meisten immer gleich an Liebe, aber es ist ja vielleicht so, ich bin noch Single, und natürlich wartet man irgendwie auch auf die Liebe vielleicht des Lebens, aber das ist vielleicht noch, hat noch Zeit, glaube ich. Ne? Ja. Ich meine, wenn man natürlich mit so einem berühmten Vater, sage ich jetzt mal, im Hintergrund steht, und da achtet man dann doch schon mal ganz anders auf den Junior. Was wird er machen? Wie geht's voran? Man zieht vielleicht auch ein bisschen Parallelen. Wie ist es bei dir, oder wie siehst du es? Ja, natürlich ist es nicht, in erster Linie sicher ein großer Vorteil, so einen bekannten Vater zu haben. Aber sicher ist es auch manchmal sehr schwierig, weil man eben mehr oder weniger bis jetzt zumindest immer nur mit dem Vater von meinem Vater verglichen wird. Aber es ist auch für mich persönlich ein Ansporn, dass man irgendwie, vielleicht ganz aus dem Schatten, denke ich, wird man es nie schaffen, aber irgendwie eigenständig eben irgendwann mal dastehen kann, und die Leute sagen, das ist der Alexander Rier, und nicht immer, das ist der Sohn vom Norbert. Genau, aber genau. Mal schauen, und das ist sicher eines meiner Ziele auch. Ich meine, klar, was sich natürlich schon unterscheidet, ist die Musik. Du machst jetzt keine Volksmusik, so wie es die Kasselroder Spatzen machen, sondern deinen eigenen Stil. Und es geht schon in Richtung schönen Schlager, melodiösen Schlager, verträumten Schlager. Also was ich ein bisschen vermisst habe, sind so ein bisschen die peppigen Nummern. Da war noch nicht so viel dabei. Ja, es ist sicher, bei der ersten CD war alles, es ist vielleicht auch ein bisschen schnell gegangen, aber ich glaube, es ist ein sehr schönes Album geworden mit eben unterschiedlichen Titeln und ein bisschen flotteren. Sicher sind viele Titel auch zum Nachdenken und so. Aber ich glaube, man muss erst schauen, wohin die Richtung eigentlich geht, und das, was in die Leute eben besser gefällt, man soll ja auch ein bisschen drauf eingehen. Und ich glaube, jeder Titel kann in dem Moment eben wunderschön sein, wenn er einfach alles passt, sei es von der Komposition über den Text und alles zusammenpasst, dann ist vielleicht nicht mal so der Stil des Titels das Wichtigste, sondern vielleicht das Ganze miteinander. Und man muss schauen, ja, wenn es eine Fortsetzung, was ich natürlich hoffe, gibt, beim nächsten Album schauen wir mal, was sich da ergibt. Ja. Genau.
Wie bist du musikalisch aktiv? Spielst du auch Instrumente? Bringst du auch einen Teil dann mit den Texten oder mit der Musik zum Album bei? Ich hab früher in meiner Jugend, also bis ich 18 war eigentlich, habe ich Trompete gespielt, in der örtlichen Musikkapelle auch 5 Jahre Mitglied gewesen. Aber eben dann hat sich das ein bisschen aus gesundheitlichen Gründen eben mit den Zähnen ein bisschen ist das nicht mehr so möglich gewesen. Und seitdem eigentlich zwar schade, aber ich spiele eigentlich kein Instrument mehr. Und jetzt beim ersten Album muss ich sagen, ich habe natürlich auch Mitspracherecht bei den Titeln, was wir aufnehmen, ob sie mir gefallen, weil ich glaube, es bringt nichts, wenn man einen Titel einsingt, der was einem persönlich nicht gefällt und mit dem, was man sich nicht identifizieren kann. Aber Komposition, eigentlich habe ich gar nichts mitgearbeitet und beim Text momentan auch noch nicht, obwohl ich in näherer Zukunft vielleicht ein bisschen mehr mitsteuern. Ja, aber wenn man so im Hintergrund ja auch liest, sind ja schon bekannte Namen dabei. Hermann Weindorf und Alfons Weindorf. Alfons Weindorf, genau. Aha. Richtig. Und Tobias Reitz zum Beispiel noch, Das ist auch sehr bekannter Texter. Also ich sag mal, das spricht schon für sich, dass es also da schon Erfolg rauskommen wird. Mit Sicherheit. Ja, natürlich. Für mich ist super, so ein also einen bekannten und auch wirklich kompetenten Komponisten eben wie in Alfons Weindorf an meiner Seite zu haben, eben der, was auch die ganze Produktion eben gemacht hat. Und das ist für mich schon irgendwie ein super Ansporn, dass sich so bekannte Leute eben mit mir da mit mir abgeben in dem Moment und sicher mit den Texten, mit dem Tobias Reitz eben wirklich eben super Text da, glaube ich, bei meinen Lieder Hando und ja, es ist ein Ansporn für mich und ich hoffe, es gefällt in die Leute draußen, die was die Musik hören, weil ich glaube, das ist das Wichtigste und mir selber macht Spaß und ich glaube, das ist eigentlich das Ausschlaggebende. Ganz ehrlich, was sagt der Vater jetzt dazu, wenn du so mit der ersten CD unterwegs bist? Ja, ich, so richtig, nein, natürlich, glaube ich, er ist ziemlich stolz auf mich und es ist auch natürlich für mich ein sehr großer Vorteil, wenn man sich kann da wichtige Tipps bei ihm abholen, weil er auch, glaube ich, schon ein alter Hase, wie man so schön sagt, im Showgeschäft ist. Und jetzt mit Semino Rossi natürlich noch einen zweiten habe, den ich jederzeit eben fragen kann oder wenn ich Hilfe brauche oder für gute Tipps eben, auch wie man sich auf der Bühne ein bisschen verhält. Natürlich, ich bin auch immer der Meinung, man sollte so sein, wie man ist, aber ein bisschen natürlich muss man sich da schon schauen, eben was ich Bewegungsabläufe und so verschiedene Sachen, aber da ist schon sehr super. Das kommt alles mit der Zeit an, ne? Ja, und ist aber schon sehr super, dass man da wirklich, also wie bei meinem Vater, musikalisch gesehen sicher auch eines meiner Vorbilder und auch in menschlicher Hinsicht, wie er es geschafft hat, immer so normal zu bleiben, auch für uns in der Familie und es hilft mir schon sehr weiter, muss ich sagen, ja. Hast du eigentlich dann so auch ein bisschen schon vermisst, wenn er so viel auf Tournee war in deiner Jugendzeit? Ja, sicher, als wir noch klein waren, überhaupt meine ältere Schwester und ich haben das ziemlich gespürt, auch dass er da sehr viel unterwegs war, natürlich beim Start der Karriere. Aber ich glaube, er hat immer die Zeit gefunden, auch für uns in der Familie eben da zu sein. Und ich vergleiche es auch mit dem, wenn jemand heute einem Vater in der Früh um 7 in die Arbeit geht und am Abend spät nach Hause kommt, dann sieht er die Kinder ja auch nicht viel. Und bei uns war er halt dann vielleicht mehrere Tage oder Wochen unterwegs, aber dann vielleicht auch wieder für längere Zeit zu Hause. Das war der Ausgleich dann wieder. Ja. Genau. Wie ist es denn? Ich meine, jetzt früher hat ja der Norbert, dein Vater, natürlich viel Fanpost bekommen. Kriegst du auch schon? Ja, ich habe auch schon die erste Fanpost bekommen und das freut dann natürlich schon sehr, wenn eben Leute einem anschreiben und einem Glück wünschen und eben da richtig Mut machen auch, dass man schon das Richtige macht, eben, dass es den Leuten gefällt und das freut mich schon sehr, ja. Ja, das ist doch sehr schön. Wenn man jetzt wirklich noch ein bisschen auch mehr wissen will, es gibt auch eine eigene Internetseite mittlerweile schon, die lautet wie? www.alexanderrier.com. Mhm. Ja. Und da steht natürlich alles drin, Termine und ganz neue Sachen, News und eine schöne Fotogalerie und so weiter. Also da kann man alles dann nachsehen. Tja, wie geht's jetzt danach weiter? Wird dann erstmal, geht langsam auf Weihnachten sich vorbereitet oder was steht noch an? Ja, jetzt nach der Tour eben
kommt ja dann bei uns in Südtirol der Winter und da arbeite ich die meiste Zeit als Skilehrer auf der Seisser Alm. Und dann im Februar habe ich ja auch das Glück, dass ich da mit Florian Silbereisen dann auf Tour gehen kann und das geht schon im Februar los und da freue ich mich auch besonders drauf, weil da sind ja dann mehrere bekannte Künstler in einer Show mitsammen und das wird für mich sicher auch eine super Sache, denke ich mir, und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Jetzt hast du was gesagt, Skilehrer. Bestimmt, wenn jetzt einige zuschauen, die denken bestimmt Skifahren, jetzt kann man es lernen, vielleicht kommen da ein Haufen Skihasel jetzt zu dir. Ja, das ist allem... Würdest du dich denn dann annehmen? Ja, sicher. Nicht? Das macht allem Freude, mit Frauen, besonders natürlich mit hübschen Frauen Skistunden zu machen. Aber natürlich jeder Kunde, ich versuche immer mein Bestes zu geben und jeder Kunde ist wichtig. Und ich habe sonst immer eigentlich sehr viel eigentlich mit Kindern auch gearbeitet, mit ganz Anfängern. Und das gefällt mir auch sehr gut, weil man bei den Kindern wirklich sieht, wie die das noch spielerisch lernen und sich da wenig Gedanken drüber machen. Und deshalb bin ich da nicht so anspruchsvoll. Okay, dann kann also jeder zu dir kommen in die Skistunde dann. Wie lange braucht man, wenn es einer jetzt noch gar nicht kann? Was kann man sagen? Na, es hängt immer natürlich vom Talent auch ein bisschen ab und vom Einsatz, aber ich glaube, so in einer Woche Skiurlaub sollte man schon dann ein bisschen Skifahren können, ja. Okay, ja gut, sonst lohnt es sich auf einmal. Ja, sonst lohnt es sich nicht, ja. Nein, das sollte schon das Ziel sein, aber natürlich ist es nicht bei allen gleich. Nicht? Das ist sehr unterschiedlich. Und dann hinterher Après-Ski, da kann dann jeder mit dazukommen. Beim Après-Ski natürlich, da ist dann jeder gut dabei normalerweise, ja. Gut, sehr schön. Hast du jetzt noch irgendwas Wichtiges, was du loswerden möchtest, an deine Fans vielleicht gerichtet? Ich hoffe einfach, dass viele Fans da draußen mit meiner Musik viel Freude haben und dass ihnen gefällt eben. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht auch irgendwann mal bei einem diversen Termin, vielleicht noch jetzt mit auf Tour mit Semino Rossi oder im Frühjahr dann vielleicht auf der Tour von Florian Silbereisen sehen würden. Das würde mich sehr freuen, weil es ist immer schön, neue Menschen kennenzulernen und eben... Das hat mich sehr freuen, ja. Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Mich hat es jetzt auch gefreut, dass ich dich kennenlernen durfte. Wünsche dir dann, wie gesagt, für die weitere Zukunft alles, alles Gute, dass der Start so gelingen mag, wie du es dir wünschst. Und dann kann ich dir nur noch alles Gute wünschen, wie gesagt. Ja, danke schön. Vielen Dank. Ja, liebe Podcast-Freunde, das war unser kurzes Interview heute mit Alexander Rier. Und das nächste Mal seid ihr auch hoffentlich wieder dabei. Bis dahin, alles Gute, euer Frank Stiller und... Alexander Rier, vielen Dank.